laute Motoren und freizügige Cabrios sind heute zu Romanshorn im Mittelpunkt gestanden. Ja, ich denke, man braucht eine Alternative am 1. Mai zu anderen Aktivitäten. Und das ist der ideale Tag, wo man die Auto aus dem Winterschlaf wecken und ausführen auf Romanshorn. Was es mit dem ersten Swiss Cabrio Day auf sich hat und wieso dabei Fingerspitzengefühl gefragt war, sehen Sie gerade anschliessend im Top-Region Thurgau oder im Internet. 15 Grad, trocken und zwischendurch auch mal ein Sonnenstrahl. Der Petrus ist heute am 1. Mai auf der Seite der Cabrio-Fahrer gestanden. Mehrere Dutzend von ihnen sind heute auf Romanshorn gebraust und haben ein gemütliches Alternativprogramm genossen zu den Demonstrationen am Tag der Arbeit. Dominik Bürkler. Ferrari 328 GTS, Ford Mustang oder ein Porsche Boxster S. Trotz der fehlenden Sonnenstrahlen sind heute Dutzende Cabrio- und Sportwagenfahrer auf Romanshorn gekommen. Zum einen geht es mal um die Community. Da ist man immer froh, wenn man mit Gleichgesinnten mal sprechen kann, sich austauschen kann. Da sind nette Kollegen dabei. Autos à la Couleur sind dabei. Ist eine tolle Geschichte. Und so schlecht ist das Wetter ja nicht. Ich meine, ich stehe hier mit einer Sonnenbrille. Wir kennen die Organisatoren, sind schon ein paar Mal mitgefahren. Und das ist für uns einfach eher eine Sache, dass wir halt da kommen. Ja, wir haben uns schon längere Zeit angemeldet. Und auch bei unsicherem Wetter fahren wir hierher. Aufgrund von dem, was wir einen erlebnisreichen Tag erleben wollen, am Bodensee. Nein, das ist schon so. Also ich habe den Sommer quasi eingeläutet, respektive den Frühling jetzt. Es ist, vor einer Woche haben sie jetzt zugelassen und bin auf rumfahren. Auf dem Platz der Autobau zu Romanshorn war alles vertreten gewesen, vom einfachen Peugeot bis zum exquisiten Ferrari Testarossa. Dass so viele Leute dem Aufruf zum ersten alljährlichen Swiss Cabrio Day gefolgt sind und so den Cabrio-Sommer eingeläutet haben, freut der Initiant vom Swiss Cabrio Day. Ja, das ist natürlich sehr erfreulich, vor allem, weil wir hier am Bodensee sind und so eigentlich Österreich, Deutschland können mit einschliessen und auch entsprechend Anmeldungen gekriegt haben aus dieser Region. Das hat uns sehr gefreut. Das Wetter war zwar nicht immer ganz Cabrio-freundlich, im Vergleich zum Rest der Woche ist der heutige Donnerstag aber noch human zu den Cabrio-Fahrern. Der Swiss Cabrio Day wäre aber auch für Schlechtwetter parat gewesen. Ja, das ist natürlich ideal. Da bei der Autobau in Romanshorn haben wir eigentlich alle Optionen für auch Wüstwetter mit dem Museum, wo wir Führungen machen können, mit dem Formel 1 Simulator, mit einer der grössten Carrera-Bahnen in Europa. Das ist perfekt dafür, auch wenn es Wüstwetter ist. Im Museum stehen Klassiker, Einzelstücke und unter den Rennboliden ist sogar noch der letzte Indycar von der Simona De Silvestro, der jetzt im sauber Formel 1 Team dabei ist. Das Fest hat ja vom Preis da hinten wieder. Im Rennsimulator und auch auf der grossen Carrera-Bahn haben sich die männlichen Besucher in der Zeit zurückversetzt gefühlt. Ja, natürlich. Ich hatte auch eine Bahn, in der ich klein war. Und jetzt hat man wieder mal richtig fräsen können. Auch wenn man abgehoben hat und zusammen rausgerührt hat, dann ist es nicht so schlimm wie auf der richtigen Strasse. Es kommt das Kind im Mann, als ich meinem Sohn so eine Anlage gekauft habe, mich hier schon genervt, dass die Wege immer rausfliegen. Und dass ich unten dran Kontaktpausen putzen muss. Ja, das auf jeden Fall. Das ist natürlich Motorsport und Lärm und Action alles, das ist ganz klar. Oder? Und so Simulatoren heute, das ist etwas Geniales. Das hat es natürlich früher gar nicht so gegeben. Die Cabrio- und Sportwagenfahrer haben noch den ganzen Nachmittag miteinander fachgesimpelt, die Autos begutachtet und ihr Netzwerk ausgebaut. Weil die erste Ausführung des Swiss Cabrio Day so ein Erfolg war, steht an einer Weiterführung nichts mehr im Weg. Ja, der Plan ist, dass wir das nächste Jahr wieder am 1. Mai da sind und dass es dann vielleicht noch ein bisschen grösser ist wieder dieses Jahr. Und nachher, wenn sich das gut einspielt, werden wir das jedes Jahr machen. Bleibt zu hoffen, dass die heutige Lancierung vom Cabrio Sommer auch aufs Wetter Einfluss hat und Cabrio-Fahrer bald wieder oben ohne können, Sonne tanken.